So, jetzt bin ich dabei, den Heckfender mal zu schleifen. Ich habe schon innen drin richtig ausgewaschen, weil da mache ich auch noch Unterbodenschutz rein. Und hier unter dem Lack war auch schon ziemlich viel Rost, das habe ich in Stand gesetzt, das muss ich auch noch alles schleifen. Aber wie gesagt, dann wird das halt gefüllert, hier ist auch noch alles Rost gefüllert, die Schliffen, dann wird das lackiert. So sieht er soweit geschliffen aus. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Füller drauf, sage ich mal so auf die blanken Stellen, nicht komplett. Weil das ist nur ein Heckfender, sag ich mal, damit ich die Karre schnell über den TÜV kriege. Wie gesagt, also mein Plan ist jetzt, die Karre dann einmal nochmal so komplett original zusammenbauen mit dem Heckfender, die hässlichen Blinker und so weiter, einmal über den TÜV bringen und dann wird die Karre wieder komplett zerlegt, wenn der TÜV drauf ist. Und dann mache ich nicht die Veränderungen auch mit den anderen Blinkern und so. Habe ich doch einmal komplett gefüllt, ist auch besser. Und da war das ganz vernünftig. Schwarzes Kontrollspray drauf. Silikonentferner abgewaschen, nochmal alles nachkontrolliert. Jetzt werde ich persönlich die Teile lackieren.